fertig. Danke. Ab morgen hast du wieder Küchendienst. Freu mich schon. Und ich mich erst. Oh, ich muss telefonieren. Carla! Nein, du störst nie. Nee, wegen der Inlandsflüge dort habe ich noch nichts gecheckt. Aber ich wollte sowieso gerade ins Internet. Warteschleife. Seit 15 Minuten hänge ich hier in der Warteschleife. Vielleicht haben die ja schon Feierabend. Standesamt? Ja, kann doch sein. Ja, Freizeit. Ja, hallo, Herr Plötz. Hier spricht der Gregor Mann. Ich, also, meine Frau, nein, meine Verlobte und ich, wir wollen bald heiraten. Ja, bald heißt natürlich so bald wie möglich. In 3 Tagen. In 3 Tagen. Ist das nicht ein bisschen früh in 3 Tagen? Das ist der Hochzeitstag meiner Eltern. Haben Sie das gehört? Okay. Tja, na, schade. Ja, es ist in der Tat ein bisschen kurzfristig. Sie wollen sich unsere Namen aufschreiben? Das ist nett. Ja, Gregor Mann und Luise von Waldensteig. Ja, die Prinzessin. Oh, das ist ja großartig. Ja, natürlich können wir persönlich vorbeikommen. Aber notiert sind wir schon mal. Fantastisch, vielen Dank. Auf Wiederhören. Hast du einen Termin gekriegt? Ja, aber erst nächstes Jahr. Was nächstes Jahr? Aber so lange will ich nicht warten. Ich eigentlich auch nicht. Warum hast du denn dann zugesagt? Hab ich nicht. Dieser Herr Plötz vom Standesamt, der ist irgendwie ein Riesenfan von dir. Und er meinte, für dich macht er gerne Überstunden. Das heißt, wir heiraten? Ja. In 3 Tagen. Es geht um Tanja. Haben wir. Brautkleid oder Hochzeitsanzug? Fehlen. Ringe? Fehlen auch. Gästeliste? Moment. Die, wo alle ins No Limits reinpassen? Besser, ihr feiert gleich im Hofgarten oder in Sanssouci. Das wäre wenigstens standesgemäß. Nein. Es wird eine kleine, schöne Feier im engsten Kreis. Da habe ich ja Glück, dass ich hier draufstehe. Und was ist mit Fotografen? Oh, keine Paparazzi, bitte. Ich meine Hochzeitsfotografen. Aber es reicht auch, wenn die Gäste fotografieren. Obwohl. Ja? Deine Eltern? Ihre Hochzeit. Wahnsinn. Wie ein Märchen. Leute, unglaublich. Als sie gehört haben, dass wir in 3 Tagen heiraten, haben die mir 20% Rabatt gegeben. Er drückt mich nicht gleich vor Begeisterung. Wow, die beiden hatten wirklich Stil. Ja, das hatten sie. Du hättest sie gern bei deiner Hochzeit dabei gehabt. Ja. Meine Mama hat mal gesagt, dass die Vorbereitungen für ihre Hochzeit über ein Jahr gedauert haben und dass sie am Ende einfach glücklich war, dass sie nur Ja sagen musste. Aber ich meine, schau sie an. Die Kutsche. Das Kleid, das Fest. Ist das ein Traum? Aber ich bin froh, dass wir es da einfach haben. So, ich muss jetzt ins Bett, damit ich fit bin morgen fürs Kochen und Backen. Das Fest.
7 auf E. Hey, ich mache gerade eine Liste, was noch alles erledigt werden muss. Ach, und? Um es mal vorsichtig auszudrücken, da wartet noch eine Menge Arbeit. Was fehlt denn noch alles? Die Ringe auch? Was? Du hast doch keine Ringe? Sieht nicht so aus. Was ist denn los, Bruderherz? Hast du kalte Füße? Oder Torschlusspanik? Luise ist eine Prinzessin. Ja, das wissen wir. Sie hat eine richtige Hochzeit verdient. Was genau meinst du mit einer richtigen Hochzeit? Na, so ein Prinzessinnen-Event halt. Das, wovon alle Frauen träumen. Mit Kirche, Kutsche, Schloss, einer riesigen Torte. Wenn wir alle zusammenlegen. Dann reicht das maximal für Schwarz oder Kirsch von Bäcker um die Ecke. Ich kann direkt mal einen Kredit aufnehmen. Für die Hochzeit? Nein, für Luise. Bist du denn so sicher, dass Luise überhaupt so ein Prinzessin-Event? Ja, danke. So ein Prinzessin-Event will? Also toll, ich das fände, aber ich glaube auch, dass Luise eher darum geht, dass ihr überhaupt heiratet und nicht wie, oder? Ihr hättet sie vorhin mal sehen müssen, als sie sich die Bilder von ihren Eltern angeguckt hat. Also tief in ihrem Innern, da will sie sowas auch. Aber ich kann das halt nicht finanzieren. Aber deswegen gleich einen Kredit aufnehmen, ich weiß nicht. Silla, was sagst du denn dazu? Ja, mir war die Diskussion dann wohl zu blöd. Sag mal, Tanja, was machst du? Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, Sibylle. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Silla, ich muss dich unbedingt noch was wegen der Hochzeit fragen. Was? Also, wenn ihr mich fragt, für die Bluse sehe ich schwarz. Solange du nicht rot siehst. Raus mit der Sprache. Was ist so wichtig, dass du es mir nicht am Telefon sagen kannst? Stella, ich habe keine Zeit. Ich muss wegen des Kredits für die Hochzeit noch zur Bank. Eben drum. Was, denn glaubst du, die lachen mich aus, wenn ich denen sage, wofür ich das Geld brauche? Ihre Cousine hat mich über alles informiert. Dass sie und Luise nun heiraten und sie ihr etwas ganz Besonderes bieten wollen. Ja, und? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Was denn für ein Angebot? Warum heiraten Sie nicht hier auf Königsbrunn? Auf Königsbrunn? Mit Ballsaal und Bankett, Kutschen und Kapellen, was immer Sie möchten. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ist das nicht großartig? Das klingt fantastisch. Ich würde wirklich nichts lieber tun, als Luise und natürlich auch Ihnen hier auf Königsbrunn eine Traumhochzeit auszurichten. Denken Sie einfach darüber nach. Hat sie das gerade ernst gemeint? Quatsch, sie hat dich auf den Arm genommen. Na toll, wusste ich's doch. Mensch, Gregor, natürlich hat sie es ernst gemeint. Und was sagst du? Arme Tanja. Wie lange wirst du sie da lassen? Für immer. Wir wollten noch alleine feiern. Verdammter Mist. Will ich dafür geben, diese Hexe endgültig loszuwerden? Habt ihr Stress, ihr beide? Wer? Christian und du?